Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Valhalla. So, letzte Folge haben wir so einen kleinen Rauchzug gemacht, einfach nur um ein weiteres Haus aufzubauen. Und ich denke, wir haben genug gesammelt, das zu tun. Deswegen werden wir ganz gemütlich zu Valka rüberlaufen und ihr Haus bauen jetzt. Und dann gucken wir mal, was sie noch so für uns hat. Ob da neue Quests auftauchen oder so. Sehr schön. Bitte der Seele. So wird es gehen. Danke, Eivor. Ich tue alles, damit du dich wohlfühlst. Am wohlsten fühle ich mich, wenn ich anderen helfen kann. Wenden wir uns nun wieder deinen Visionen zu. Wenn du denkst, dass es etwas bringt? Ich brauche noch eine Zutat, um einen Trank für dich fertigzustellen. Beim Teich solltest du finden, was ich suche. Der Trank wird dir später helfen, tiefer in deine Visionen einzutauchen und sie klarer zu sehen. Wer ist klarer? Du hast keine Glühwürmchen, das ist richtig. Oh. Weißt du, dass ich immer Glühwürmchen sammeln muss? Oder was? Dass wir irgendwas finden. Bisschen, das ist ja okay. Ja, aber ich komme da ja nicht weiter. Aber ich habe da oben was gesehen, das ist nämlich jetzt an den Umwelt. Ich hab's. Hier die Pflanzen, die du wolltest. Gut, gut. Sobald ich sie in den Trank gegeben habe, kannst du ihn trinken. Trink, und du erhältst Zugang zur Weisheit des Allvaters. Du wirst Odins Pfad beschreiten und leben wie er einst für lange Zeit. Mach dich bereit für eine Reise in eine andere Zeit, eine andere Welt. Okay. Der Trank ist bereit. Er wird furchtbar schmecken, aber deinen Geist für die Bilder und Klänge der neuen Welten öffnen. Okay, auf geht's. Kostet den Trank volle Stärke 90. Nö. Das mache ich leider später. Das werde ich wahrscheinlich noch nicht schaffen. Deswegen muss ich die Quest leider. Dass da auch nicht in der Quest drin steht, empfohlene Stärke 90. Machen wir erstmal das.
sächsischen Einwohner, dann hätte ich das Wissen alles. Wir wissen vielleicht mehr. Okay, dann gehe ich mal kurz zu denen und rede mit denen. Hey du. Hey du. Huadan. Ah, Eivor. Wie ist es dir ergangen? Mir geht es gut, Huadan. Ich habe nur eine kurze Frage. Kennst du jemanden namens Gutban? Gutban? Sagt mir gar nichts. Sollte ich ihn kennen? Das hat mit Säulen nichts zu tun. Ah, ist es ein Pferd? Nein, es ist... Eine Liebelei? Nein, Huadan, es ist nicht wichtig. Und doch kamst du her, um mich zu fragen. Danke für deine Zeit. Der weiß ja so gut wie gar nichts. Ein schöner Tag heute. Findest du? Da haben wir mal die Person, die da ist. So, knapp 80 Meter entfernt. Moin. Grüß dich, Eivor. Das wollte ich eigentlich nicht fragen. Hier muss ich hin. Torbjörn, hast du einen Moment? Ich habe mich gefragt, ob... Ich bin Gutban, Eivor. Das bedeutet Schlachtgebein. Nicht gerade der Name eines heiteren Bäckers, nicht wahr? Kein guter Name für einen Bäcker, nein. Wie hast du diesen Namen erhalten? Bevor ich zu euch stieß, lebte ich ein anderes Leben. Ein brutales, blutiges Leben. Ich diente einer Bande Auftragsmörder. Als ihre Klinge durchzog ich die Wälder Englerlands. Und tat, was immer sie von mir verlangten. Und sie verlangten stets Gräueltaten. Als ich sie verließ, legte ich dieses Schwert ins Gras und legte einen Schwur ab. Ich schwor, nie wieder auch nur einen Tropfen Blut zu vergießen, keine Menschen mehr zu töten, keine Gräueltaten mehr zu begehen. Kein leichtes Versprechen für einen harten Mann. Doch, es fiel mir leicht. Dieses Leben hier habe ich mir immer gewünscht. Nie zuvor war ich so im Gleichgewicht. Das ist alles meine Schuld. Ich habe euch das eingebrockt. Also muss ich es auch richten. Torbjörn, wer dir droht, droht auch meinem Clan. Das lasse ich nicht zu. Diese Männer sind verdorben, Eivor. Du solltest nicht meine Schlachten schlagen müssen. Hast du nicht zugehört, Torbjörn? Wer dir droht, droht auch mir. Stellen wir uns ihnen. Gemeinsam. Also gut. Wir treffen uns draußen, wenn du bereit bist. Ich glaube, ich weiß, wo wir sie finden. Und draußen. Und jetzt? Sprich mit ihm. Ja, okay. Wenn du dich deinen alten Freunden stellen willst, ich bin jederzeit bereit. Gut. Ich gehe voran. Du bist ein Arsch. Ich will, dass du weißt, falls es zum Kampf mit meinem alten Haufen kommt. Werde ich allein damit fertig. Ich will, dass du weißt. Ich will, dass du weißt, falls es zum Kampf mit meinem alten Haufen kommt, werde ich allein damit fertig. Du musst mir lediglich vergeben, mehr nicht. Es gibt nichts zu vergeben. Du hast sie verlassen. Sie kamen dir nach. Ich werde meinen Clan verteidigen. Egal, ob mit Axt oder bloßer Faust. Du lebst genau das Leben, das du leben willst, nicht wahr? Bevor wir entdeckt werden, sag mir, was uns erwartet. Werden sie sofort auf uns losgehen? Ich hoffe nicht. Nein, nichts derartiges. Das widerspricht Wilfs Vorgehensweise. Er ist äußerst gerissen und wirkt sehr freundlich, wenn man ihn kennenlernt. Man fühlt sich wie ein Freund, fast wie Familie. Ich traf ihn vor einem Jahrzehnt und er war der erste Mensch, der mich je willkommen hieß. Der erkannte, was in mir steckte. Er meinte, ich hätte eine Gabe. Für Einschüchterung, Überredung, für Gewalt. Er wusste genau, wie er meine Kraft und Größe einsetzen konnte. Okay. Ich bin gespannt. Wie es einfach aussieht wie bei The Witcher 3, ne?
Und was wollen sie jetzt von dir? Sie wollen mich zurück. Sie wollen, dass ich der Mann bin, für den sie mich halten. Ein großes, starkes Monster. Wilf und die anderen waren damals die einzige Familie, die ich hatte. Aber ihre Liebe war nicht bedingungslos. Wilf liebt nur, was er besitzen kann. Und was hast du nun vor? Ich weiß, dass ich nicht zurückgehe. Ich will nicht noch mehr Blut an meinen Händen. Alles andere ist schwer abzusehen. Wer weiß, was sie im Schilde führen. Okay. Wir sind auch selber draußen. Wie schön einfach die Welt hier aussieht. Mega geil. Wir halten an. Dieses Haus da. Wahrscheinlich sind sie dort drin. Es mag unscheinbar aussehen, Eivor, aber lass dich nicht täuschen. Und nimm Wolf nicht auf die leichte Schulter. Er ist eine Schlange. Ich traf schon viele Schmeichler, die sich als Schlangen entpuppten. Ich weiß, ich weiß. Nur zur Warnung. Lass uns hineingehen. Gut, vielleicht hat's mir so schön. Gehen wir da mal hin. Sprich mit den Räubern, Führer. Wodka. Gut, Bahn, mein Junge. Du hast meine Nachricht erhalten. Und du hast jemanden mitgebracht. Sag, wer bist du? Sein Aufpasser? Ich bin Eivor. Und die Frau, die ihr bestohlen habt, war Teil meines Clans. Das werde ich nicht dulden. Ich weiß. Tut mir aufrichtig leid. Aber sag, Thekla, nicht wahr? Sag ihr, dass ihr Ale eines der besten war, das wir je soffen. Ich bin fertig mit euch, Wilf. Aber wir sind noch nicht fertig mit dir, Junge. Wir gaben dir Essen, Unterschlupf, Ale und Reichtümer. Wir machten dich zu dem, der du heute bist. All das, was ihr für ihn getan habt, hat er euch mit Blut und Schweiß zurückgezahlt, oder? Du hast eine scharfe Zunge, das gefällt mir. Doch die Tinte auf diesem Abkommen war längst trocken, bevor deinesgleichen nach Englerland kam. Aber gut, wenn du Torbjörns Namen reinwaschen willst, will ich dir gerne behilflich sein. Alles eine Frage des Geldes. Vor einigen Wochen haben Soldaten meine, sagen wir, persönlichen Gegenstände beschlagnahmt. Mich wollten sie auch mitnehmen, doch ich bin ihnen entwischt. Bring mir meine Habseligkeiten zurück, sofern du es dir zutraust. Wenn du das machst, ist dein Name rein. Nein. Ich kann nicht. Ich habe mir geschworen, all das hier hinter mir zu lassen. Aber... Wenn du Torbjörn dann ziehen lässt, besorgen wir dir, was dir gehört. Wo sind diese Soldaten? Ihr Lager liegt unweit von hier im Westen. Ein Haufen dickköpfiger Tumba-Befehlsempfänger. Ihr könnt den Gestank nicht verfehlen. Dann wartet hier. Wir kehren zurück, noch ehe dir neue Hörner gewachsen sind. Gott sei mit dir, Eivor. Okay, was ist eine Schlange? Eivor, das ist nicht dein Kampf. Du musst das nicht tun. Doch werde ich es tun. Du musst mir hinterherlaufen mit dem Pferd, wenn du mit mir reden willst, mein Freund. Ich reite schon mal voraus. So, so, so. Müssen wir also gleich gegen Soldaten kämpfen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Eivor, das ist nicht dein Kampf. Du musst das nicht tun. Werde ich aber.
Hör gut zu. Wenn wir das Lager erreichen, überlass alles mir. Ich werde Wilfs Hab und Gut finden und zu dir bringen. Falls ich entdeckt werde, wird es unschön. Viele werden sterben und ich will dich nicht mit hineinziehen. Du sollst deinen Schwur nicht brechen. Kein Schwur steht über der Pflicht meinen Freunden gegenüber, Eivor. Sollten sie angreifen, lasse ich dich nicht im Stich. Falls es dazu kommt. Doch bis dahin halte dich zurück. Das werde ich. Du hast mein Wort. Also gut, warte hier. Und lass dich nicht sehen. Spannend. Hier sollte ich vorsichtig sein. Erstmal die, die ein bisschen weiter weg sind von den Leuten. Und solche Hände treffen. So. Da haben wir da hinten noch einen. Ups. Geradewegs werde ich Leuten runtergefallen, glaube ich. Gucken, dass das bringt. Kämpft er jetzt nur gegen den und dann nimmt er sich alle vor. Kann er uns sterben? Scheiße. Vielleicht. Der hatte das überlebt. Schafft er den? Oben gab es keine Pfeile, ne? Schade. Noch zwei. So, das waren jetzt alle. Erstmal. So, ich nehme. Und nochmal. Ach, das geht. Ach so, das kostet ein Pfeil. Ach du Scheiße.
Freistelle für 5 pro Schaden. Ich glaube, der ist im Haus drin, oder? Ne? Wir können hier runter ohne den Dex zu werden. Ja, ich muss es gleich trotzdem. Das ist jetzt egal, ja! Hinterhältig angegriffen. Scharfe Waffen, saubere Treffer. Sieht nach der Klinge eines Sachsen aus. So, führe meine Hand zum Ruf. Gottes Willen. Das hätten wir. Ich muss zurück zu Torbjörn. Das war sein Dingens? Du hast sie. In der Tat. Bringen wir sie zu Will. So gut hätte ich das nie hingekriegt. Tja. Alles ein bisschen dezimieren und dann einfach... Ist das die Art von Arbeit, die du mit Will von seiner Räuberbande erledigt hast? So ein flinker Beutezug, meinst du? Das war nur ein kleiner Teil. Meist bestahlen wir die Armen, töteten die Hilflosen und betrogen die Törichten. Aasgeier. Die besten Tage lassen mich heute noch schaudern. Die schlimmsten erfüllen mich mit Abscheu. Dein Tod wurde gerecht. Ruhe in Frieden. Was ist hinter dir? Erinnere dich nur an das, was dich zu einem besseren Mann macht. Wo sind da Feinde? Sehr gut. Schnell zurück zum Schiff. Das war's dann auch nicht. Der Scheiße. Oh, das war zwar mein Pferd, aber egal. Ich glaube, ich habe sein Pferd jetzt genommen, ne? Nehmen wir einfach mal eins. Ich hoffe, wir kommen gleich nach. Das war ganz lustig. Wir haben ein bisschen Pfeilschießen, also ein Kasperkopfschießen gemacht und dann einfach einen Raubzug draus gemacht. Fertig. Probieren wir mal was. Kommt er jetzt oder kommt er jetzt nicht? Er kann nicht, weil er nicht checkt, dass er mein Pferd nehmen soll. Dann mal zurück. Oder ist er da vorne? Ne, er kommt aber jetzt.
Wird doch noch was Zeit, ey. So. Oh, Sie sind zurück. Wir haben dein Plunder. Wunderbar. Legt alles hier hin. Das Buch. Natürlich, ich halte mein Wort, um Himmels Willen. So wenig Vertrauen heutzutage. Es sind wahrlich dunkle Zeiten. Das war's? Wir sind quitt? Ei, du bist ein freier Mann und darfst bis an dein Lebensende deinen Hungerlohn als Thorbjörn, der traurige Bäckersmann, verdienen. Doch du, Eivor, falls dir das Siedlerleben je zu behäbig wird, könnten wir jemanden mit deinen Fähigkeiten immer gut gebrauchen. Denk drüber nach. Das war ein Nein, falls du es nicht verstanden hast. Hat da Angst um ein Pferd oder was? Bring uns jemand zur Siedlung. Steig auf dein Pferd, damit wir diesmal zusammen reiten. So. Torbjörn, bist du zufrieden? Oh ja, ich kann dir gar nicht genug danken, Eivor. Ich rechnete mit dem Schlimmsten, als ich meinen alten Namen... Ja, ja, kannst du gleich noch sagen. Mithalten, mein Freund, mithalten. Oh ja, ich kann dir gar nicht genug danken. Was auch immer das war. Ich kann dir gar nicht genug danken, Eivor. Ich rechnete mit dem Schlimmsten, als ich meinen alten Namen Gutbahn vernahm. Er beschwor viele grausame Erinnerungen herauf. Kann ich mir vorstellen. Wie kamst du zu dieser Bande? Nach dem Tod meiner Mutter brauchte ich eine Familie. Wilf bot sie mir. Er sah mich an, nahm mich auf und sagte mir, wer ich war, wer ich sein könnte. Dieses Zugehörigkeitsgefühl brauche ich nicht mehr. Ihr habt mich so angenommen, wie ich bin. Das ist das größte Geschenk für mich. Frieden. Viele Menschen sind gefasst, weil sie nie einem Sturm ins Auge sahen. Du hingegen hast den Sturm mit Erfolg durchsegelt. Das kann nicht jeder behaupten. Das bedeutet mir viel. Hab Dank. Das ist wahr, das ist wahr. Alter, wie geil das aussieht. Spiel nicht mal auf Ultra und kosten so das Geil aus. Wird verärgert sein, wenn sie erfährt, warum sie bestohlen wurde? Sie ist eine gütige Frau und sie hat Schlimmeres erlebt als ein paar Diebe. Ich nehme an, man schaut keinen Clan von Kriegern um sich, wenn man Gefahr nicht gewohnt ist. Ja. Du bist mir schon vorher aufgefallen, weißt du? Als ich dich zum ersten Mal sah, wusste ich, dass du etwas Besonderes bist. Du hast Einfühlungsvermögen. Ich sehe es in deinen Augen. Und habe es in so vielen Augen vorher vermisst. Du siehst ein Problem und löst es. Denn du weißt, dass es besser ist, das Feuer gleich zu löschen, statt es schwelen zu lassen. Der Fluch eines jeden Anführers, schätze ich. Eine Berufung kann ein Fluch sein. Doch du trägst deinen mit Fassung. Bin ich jetzt doch der Anführer von dem Dorf hier? Eigentlich ja nicht, oder? Na, jetzt sieht man so rumlaufen noch. Ah, es tut gut, wieder zu Hause zu sein. Nun ja, sofern ich mir nicht selbst die Möglichkeit genommen habe, dies mein Zuhause zu nennen. Torbjörn, du bist hier trotz allem stets willkommen. Du schuldest uns nichts außer deiner Arbeit, die du liebst. Verstehe. Die Bezahlung erfolgt in Brotlaiben. Das kriege ich hin. Warte, etwas aus deiner Vergangenheit ist noch übrig. Ja, das Auftragsbuch. Wirf es fort. Verbrenne, was war. Mit Freuden. Juhu. Quest abgeschlossen.
Und wieder zwei Fertigkeitenpunkte. Nice, halt, Eiser. Also, ich hab glaube ich zuletzt blau gemacht. Das machen wir rot. Einfach irgendwas. Täubung. Na komm. Was ist das hier? Schleichangriffsschaden. Feuerwiderstand. Okay. Das wäre also diese Folge. Bis jetzt dann in der nächsten Folge. Also, dann schreie.